So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie der Titel, schon sagt, 7 Days to Die. Muss mal kurz gucken hier. Vor allem jetzt mein Steam, weil das Spiel muss leider über Steam spielen. Das ist so nicht lauffähig. Aber so funktioniert. So. Ich hoffe mal mit Steam und OBS in Kombination klappt alles. Ich habe die Kamera schon so ein bisschen positioniert, weil das User Interface von 7 Days to Die ein bisschen komplex ist und dementsprechend, ja, ich privat habe auch schon ein bisschen, also wie man 7 Days to Die spielt, weiß ich tatsächlich durch A, YouTube Let's Plays und zum anderen, weil ich auch selber schon ein bisschen gespielt habe. Hauptsächlich halt hier, mein Creative Let's Play. Kann ich euch ja mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Allerdings wird es für mich trotzdem eine komplett neue Erfahrung, weil es das erste Mal ist, dass ich es casual spiele. Also, the way it's meant to be. Ja? Ohne Creative-Menü, ohne alles. Und ja, aufmerksam bin ich dadurch tatsächlich geworden, weil ich früher schon von Grundless Plays gesehen habe. Vor 7 Jahren oder so. Und dadurch, dass jetzt vor kurzem auch wieder angefangen hat, bin ich eigentlich auch wieder aufmerksam geworden auf das Spiel. Und hab's dann halt selber ein bisschen gespielt. Halt privat. Die Welt, die ich jetzt gerade lade. Und ja. Genau. Da ist das, was ich hier gemacht habe. Ja, ich habe hier so eine kleine, schöne Festung gebaut. Hier hinten ein paar Fahrzeuge. Da hinten habe ich sogar eine Brücke gespannt. Und die Festung ist halt, du hast halt einen kleinen Keller, so. Geht's halt runter, so ein paar Kisten, Drohne. Und oben ist erstmal noch nix, da muss ich noch gucken. Aber vor allen Dingen halt überall schön mit Licht. Ja, was man alles so ein- und ausschalten kann. Genauso habe ich hier halt auch schon mit Licht experimentiert. Man kennt mich, ne, so ein bisschen der Elektriker. Ah, läuft ja auch überall schön Licht. Genauso wie ich hier auch was ganz Witziges gebaut habe. Man kann ja diese Generatoren ein- und ausschalten. Und ja, ich persönlich habe auch immer eine Lampe rangehangen, damit ich direkt durch das Licht sehe, welche Geschützsektoren aktiv sind. Und wenn ich den jetzt ausschalte, sehe ich das halt auch direkt daran, dass das Licht aus ist. Klar, man hört es zwar auch, aber der Ton ist total verbuggt. Man hört es nicht immer, dass die laufen. Teilweise machen sie auch keine Geräusche, obwohl sie laufen. Von daher habe ich da einfach Lampen drüber geklatscht. Die sind eindeutig, zweideutig und dann passt das schon. Ja, aber wie gesagt, das ist halt, was ich so privat bisher gemacht habe. Deswegen, also ich weiß schon, wie es im Ungefähren geht. Aber ich habe halt selber das Ding noch nie casual gespielt und deswegen werden wir jetzt genau das machen. Das heißt, wir machen jetzt mal Let's Play und wir machen Cubics Country, New Old Town, ich weiß nicht mehr, was das heißt. Pre-Gent. Oh. Ich weiß nicht, was ist nur die Standardgröße? 8K, ne? Ist so das Standard, oder? Weiß nicht. So, Server ist natürlich nicht. Machen wir 2 Stunden oder 1 Stunde pro Tag? Das Problem ist halt, die Nächte dürften so auch sehr lange dauern. Ich mach mal 60 Minuten. Ansonsten alles andere ist relativ normal alles. Wobei ich aber den EP-Multiplikator fürs Let's Play tatsächlich doch ein bisschen höher machen würde. Damit wir auch aus dem Pushen kommen. So. Fortgeschritten ist eigentlich auch alles. Ja, Cheaten werden wir natürlich nicht nutzen, klar. Und das ist jetzt eigentlich alles, soweit ich weiß, egal. Da wir kein Multiplayer spielen. So, dann bin ich mal gespannt, was wie wo rauskommt, wie wir spawnen und was, wie lange ich überlebe. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob alles mit OBS so klappt, ob die Aufnahme an sich funktioniert. Ja. Und ich hoffe mal, dass die Kameras wirklich richtig positioniert sind. Nicht, dass dann doch diverse Sachen überblendet sind. Das kann nur die Zeit sagen.
So. Mein braucht der ewig. Ha. Okay, geht doch relativ schnell. So, wir sind. Lieber Freund, das Ödland kann erbarmungslos sein. Ich habe dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du Duke verärgert hast und Hilfe gebrauchen könntest. Wer ist Duke? Aber findest du eine kurze Anleitung, wie du behilfen solltest? Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unsere Bringer auf. Die Siedlung von White River. Es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Sei mir ein Freund nur. Okay, das einmal ist mein Lebensinhalt. Es ist eine aktive Quest. Der Status der Quest wird im Zieltracker oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Öffne dein Inventar. Lalala, okay. Wow, wo bin ich hingelandet? Direkt an der City. Lol. Okay. Wir sollen erstmal Pflanzenfaser sammeln und zwar 10 Stück. Ist das gut, dass wir so nah an dem Gebäuden sind? Ich meine, hier gibt's doch Zombies. Oh, das war jetzt ein Zombie. Bitte bleiben Sie weg. Ich habe nichts getan. Oh mein Gott. Diese KI, er ist so schlau. Oh, hier hinten ist offen. Ah, ich bin ja drin, ne? Nein, 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 voll Idiot. Oh. Gut. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal die Quest. Das heißt, achso. Wir haben schon längst genug gesammelt. Aber, mal gucken, was ist hier? Okay, verstehe. Überall so viele Sachen, die man machen kann. So, wir sollen einen Schlafsack fertigen und platzieren. Genau, ist ja direkt vorgehoben. Das ist natürlich sehr geil. So, machen wir das mal. Da ist ein Hase. Ah, und aufheben kann man ihn auch gleich wieder. Sehr praktisch. So, was sollen wir als nächstes machen? Wir sollen eine Steinaxt fertigen. Eine geile Stadt bei so wenig. Schöne kleine übersichtliche Stadt. Steinaxt. Da brauchen wir. Achso, haben wir alles. Okay, let's go. So. Ich würde mal sagen, die Steinaxt kommt nach Slot Nummer 1. So. Pflanzerfasen, Hose und Hemd fertigen. Dass die Sachen hier schon mal vorgehoben sind, ist ja cool. Okay, man kann auch direkt W drücken. So. Muss ich sie nur irgendwie tragen. Ach du, tragen ist auch W. So. Und Holzknüppel fertigen. Alter, jetzt geht da hier Schlag auf Schlag. Alter, man kommt hier gar nicht zur Ruhe. So, wenn das aber die Angriffswaffe ist, dann würde ich mal sagen, kommt das lieber auf die 1 und das hier auf die 2. Das brauchen wir gar nicht, das auch nicht, keine Ahnung. Was ist das hier? Notiz von Duke. Ah, du bist ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich sein solltest, und zwar jedes Mal. Sonst gibt es Konsequenzen. Nächstes Mal. Digga, wer ist dieser Dude? Ist so nachsichtig. Danke für die Ausrüstung, aber du bist uns immer noch etwas schuldig. Wir sehen uns, der Duke. Digga, was ist denn los? Zerlegen. Was haben wir denn getan? Na, der soll mal in meine Base kommen. Dem verhau ich. Warum war gerade der Bildschirm so verschwommen? Ich bin auch mal gespannt, wie die Performance von dem Spiel insgesamt läuft.
Also so bei mir läuft das Spiel super gut. Jetzt hier mit OBS sieht man schon so ein bisschen, die Framerate ist jetzt nicht ganz bei 60 FPS. Aber ich bin schon mal froh, dass das Spiel überhaupt an sich gut funktioniert. Weil das soll wohl wirklich eins von den Spielen sein, die super in performant laufen. Also egal, auf was für einer High-End-Grafik du das, auf was für ein High, auf was für einem High-End-Rechner du das Spiel spielst, es stockert halt wohl immer. Und es gibt wohl immer Lag-Spikes, gerade wenn Zombies kommen. Jetzt, wo ich so privat bei meinem Creative Let's Play Welt da gespielt habe, ging es eigentlich voll. Also, wobei die größten Probleme wohl auch mal dann sein sollen, wenn man wohl online, also mit anderen Leuten zusammenspielt. Was wir ja hier überhaupt nicht machen. Ah, was ist das denn? Zement und Bruchsand. Okay, ich nehme aber mal weit mit, ne? Wobei wir aufpassen müssen, wir haben nicht so viel Platz hier. Achso, okay. Genau, das heißt, wir können nur die oberen drei Reihen benutzen. Und danach fangen wir an, langsamer oder schwerer zu werden oder kriegen Lebenabzug. I don't know. Das muss ich dann noch zeigen. Oh, ein Hase. So, was müssen wir jetzt machen? Primitiven Bogen und Steinpfeile. Na, dann machen wir doch mal direkt einen Bogen. Let's go. Und Steinpfeil. Na gut, eins. Die Frage, es macht einer Sinn. Ich mach mal sechs. Genug Federn haben wir ja. Oh. Holz sammeln. Schon wieder. Ach, das ist Holz. Oh, okay. Ich dachte mal, Holz bekommt man nur durch Bäume. Oh, da ist ein Zombie. Ein Kriecher. Schnauze. So, Rahmenform fertigen, platzieren und verbessern. Ja, die guten Rahmenformen. Die Dinger sind ja super multifunktional einsetzbar. Also erstmal Rahmenform. Oh, gehighlightet. Das Geile an den Dingern ist, die kannst du halt überall platzieren. Das sind also so eine Boxen, die kannst du halt wirklich überall platzieren. So. Aber du kannst auch wieder aufheben. Und die Dinger halten halt nichts aus. Man muss sie also verbessern. Und zwar zum Beispiel mit dem Ding hier wahrscheinlich. Und dann kannst du daraus aus den Blöcken kannst du dann quasi richtige Holzblöcke machen. Dann kannst du sie noch weiter erweitern zu, glaube, Stein. Genau, Stein, Beton und dann Stahl. Und das Geile ist aber, solange wie du sie noch nicht verbessert hast, solange wie sie einfach nur so eine Blöckchen sind, kannst du halt jederzeit wieder abbauen. Ne? Wenn du sie verbessert hast und es sind richtige Holzblöcke sind oder so, dann musst du sie wie alles andere auch abbauen. Kannst du also nicht einfach aufsammeln. Und das Geilste daran ist, wenn du die E-Taste gedrückt hältst, dann kannst du bei den Dingern bestimmte Formen machen. Und zwar hast du hier, also wenn du E gedrückt hältst, kommt dieses Menü. Du musst die E-Taste weiter gedrückt halten, ist super umständlich. Hier mit der Maus rübergehen und dann die E-Taste loslassen. Nee. Was? Ach, Quatsch. Hier. Auf Shape. So. Und da wird mit dieser riesigen Übersicht, und da siehst du schon, das alles in Formen, die du daraus machen kannst. Und ich zum Beispiel habe bei meinem Bunker hauptsächlich vor allen Dingen mit den Beinen gearbeitet, als Rampe. Und schon kannst du die Dinger halt als Rampe platzieren. Linksklick ist bei so bei Rotieren. Und Rechtsklick ist dann Setzen. Und mit Leertaste kannst du sie, wie gesagt, aufheben. Und wenn du sie aber gesetzt hast und du dann die Dinger verbesserst, jetzt kannst du sie halt nicht mehr aufheben. Das heißt, jetzt musst du sie klassisch abbauen. Das ist halt heftig. Was ist das denn hier? Oh, ein Kadaver. Den nehmen wir direkt mal mit. Kriegen wir direkt mal ein paar Knochen. Sehr geil. Der schwebt ja. So, wir sollen ein Lagerfeuer bauen. Let's go. Hier mitten auf der Straße. Oh, gute Arbeit, Überlebender. Du hast es bewiesen, dass du eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf der Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Ware kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer freundlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Okay, wo ist denn der Händler? Ach, direkt da.
Dann sollten wir uns auch direkt mal gucken, wo wir uns eigentlich niederlassen. Weil nachts wird es halt böse. So nachts kommen halt die ganzen Zombies. Und die kommen immer ab 22 Uhr. Das heißt, bis dahin sollten wir uns irgendein Häuschen gesucht haben, was wir so ein bisschen verstärken können. Das ist der Händler? Lol. Also wirklich sehr nah an der Stadt. Dann können wir uns ja eigentlich eins von den Häuschen hier vorne direkt schnappen. Das sieht doch schon klein und übersichtlich aus. So, tu dich aufgemacht haben. Oh, Händler. Let us speak, Survivor. Naja. Erstmal gucken wir mal, was du hier in deinen Regalen drin hast. Wie ich sehe, gar nichts. Das war traurig. Ja, Inventar bringt uns wahrscheinlich noch nichts, weil wir haben kein Geld. You have a great day now. Ja. So, deswegen machen wir erstmal hier. Das sind ja heftige Aufträge. Direkt Zombies. Und hier brauchen wir aber. Thank you, friend. I've got work, but Nee. it was all mine. You take care now. Weil da müssen wir erstmal schon lang rumgraben. Ich glaube, wir machen erstmal das Ding hier. I have a dilemma. No matter what, I'm grateful for everything you've done. Schön, hier können wir ja auch Sachen looten. Direkt bei ihm. Wobei wir bei ihm nichts abbauen können. Also hier können wir wirklich nur Sachen durchsuchen, aber nichts abbauen. In dem Sinne, weil hier ist wohl irgendwie alles geschützt. Also in der Umgebung hier bei ihm. Oh, ein paar Stiefel. Let's go. Holz. Ja, leider kann man die Sachen nicht benutzen. Das heißt, ne, normalerweise kann man mit der Schmiede wirklich Gegenstände produzieren. Aber die Sachen hier beim Händler, die scheinen die Sachen immer nicht zu haben. Genauso wie man mit dieser Chemiestation immer Sachen bauen kann. Aber auch hier kann man nur Sachen aufsammeln. So, wo ist denn jetzt hier ein Zombie? Ach, da hinten. Ja, das Schöne ist, da kriegt halt wie gesagt nichts kaputt, weil wenn man versucht, den Wasser kaputt zu machen, kommt dieses Geräusch. Und daran merkt man, man ist am Arsch. So. Oh, cool. Das bringt es ja direkt mal weiter. So, ich muss langsam echt aufpassen, unser Inventar wird ganz schön voll. Wir müssen ja irgendwie noch Sachen machen. Na, leere Wasserkugel lasse ich erstmal da. Dich nehme ich erstmal halt mit nach dort. Und dann würde ich mal sagen, was können wir noch irgendwie? Brauchen wir hier wirklich alles? Also das hier können wir schon mal zum Beispiel schon mal fallen lassen, ist D. Die beiden Sachen packen wir uns mal ins Inventar. Das macht Sinn. Also aus den Fällen können wir ja irgendwie, genau, Knochenmesser bauen. Ja. Sehr geil. Damit können wir nämlich, also ist halt ein Messer, so, ne? Kann man halt Sachen machen, die man halt mit dem Messer so machen kann. So, siehst du, und unser Schlafplatz können wir eigentlich direkt irgendwo hinpacken, solange wie wir noch kein Haus haben. Und dann gucken wir mal. 200 Meter in die Richtung, da müssen wir lang, okay. Aber ich würde trotzdem erstmal gucken, wo wir uns am besten niederlassen können. Das Haus hier sieht wirklich extrem cool aus. Schön klein, schön übersichtlich, kann man gut verstärken. Das ist doch für den Anfang ideal, oder? Was? Ich komme nicht mehr raus. Als ob es ein fucking Hund ist. Sag mal.
Alter. Oh, ein Ei. Der Hund hat ein Ei auf dem Kopf. Ja, das Haus gefällt mir. Ich glaube, das nehmen wir direkt. So, ich glaube, hier platzieren wir direkt mal unser Block. Das ist doch hammergeil. Hä? Was mach ich hier gerade? Da. So. Wieso kann ich das hier nicht platzieren? Ach, zu nahem Händler. Verfickte Scheiße. Okay, das ist blöd. Ich glaube, können wir das Haus doch nicht benutzen. Wie, da kann ich denn rangehen? Ich kann gar nicht nah rangehen. Ja, nee, ich muss komplett weg. Ja, nee. Okay, dann wird es mit dem Haus da hinten doch nichts. Schade. Sah so gut aus. Wie sieht denn das hier aus? Benzin. Kommen wir hier rein irgendwie? Kommen wir hier überhaupt rein? Hm. Ja, das Haus ist echt geschlossen. Sowohl obenrum als auch untenrum. Loot. Sehr geil. Ja, müssen wir erstmal abbauen hier. Als ob so eine Schlange drin ist. Da ist eine fucking Schlange drin. Ach, ist er schon tot. Oh, nicht genug Ausdauer. Digga, die hat nicht mal eine Angriffsanimation gemacht. Kommen wir eigentlich so durch? Nee, ne? Ne. Müssen wir echt abbauen. Bei mir ist es nicht günstiger, das Ding hier abzubauen? Ah, ne. Okay, so mehrere Blöcke. Na gut, dann. Dann ist das doch egal. Oh, diese Ausdauer. Nein. Ja, jetzt habe ich das Ding nur noch repariert, Alter. Wollte gerade mit dem Rechtsklick machen für starke Schläge, aber eben. Mit dem Werkzeug repariert man ja damit Sachen. Deswegen, alle Werkzeuge haben so verschiedene Sachen. Das ist halt so eine Angriffskeule. Und das ist halt so ein Universalhammer. Und mit dem Universalhammer kann man halt, ja, mit Rechtsklick Sachen reparieren. Schon wieder einer. Weil die Lust haben an der Kolben. Wie gesagt, das Gebäude wird wahrscheinlich nicht lange unter Schub bleiben, sondern nur für eine kurze Zeit. Aber immerhin. Ach, da ist ja noch einer. So, Klappe zu, Affe tot. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Erstmal müssen wir unser Werkzeug reparieren. Und jetzt, wenn wir das Ding kaputt machen, mache ich hier eine richtige Tür rein oder gibt es hier noch irgendwas? Was gibt es denn so alles? Haus. Stimmt, das habe ich auch schon in so einigen Let's Plays gesehen, dass man damit eine Tür provisorisch, also so teils zumachen kann und dann wieder aufmachen kann. Dann brauche ich aber noch ein bisschen mehr Eisen. Ach ja.
Ist jetzt schon 14 Uhr. Naja, mit diesen Stunden, dass ein Tag eine Stunde geht, ist echt sehr ungewohnt. Normalerweise spiele ich ja immer mit zwei Stunden, also bei meiner anderen Welt, habe ich immer mit zwei Stunden gespielt pro Tag. Problem ist halt, dann dauert halt natürlich auch die Nächte länger. Ne? Ja. Das Ding halt auch kaum was aus, okay. So. Dann würde ich ja was sagen. Wir machen erstmal nur eine Holztür rein. Die gab es auch als Holz-Oder-Dinger, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, doch, da. Genau. So, machen wir da wohl mal eins. Jetzt kommt nämlich hier keiner durch, aber ich kann die Tropfen abfertigen. Das ist halt der Vorteil daran. So, und das Ding kann ich jetzt nämlich noch ein bisschen upgraden. Sehr nice. So, dann. Achso, siehst du, dann können wir hier gleich mal eine Kiste reinstellen. Du kommst hier mal weg. Können wir nämlich hier schon zwei Kisten hinstellen. So, Kiste. Ah, genau. Gibt es auch noch größere Kisten? Oder brauchen wir Nägel? Okay, nee, dann machen wir doch mal die hier. Der, wo jetzt? Da jetzt. Oh. Wir sind nämlich jetzt schon überladen. Und rein, 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 rein. Bisschen Reinraum. Die kommen, die verwalten wir mal. Schmerzmittel. Okay. So, das nehmen wir mal mit. Kann man wahrscheinlich immer mal gebrauchen, so ein bisschen. Gut. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir denn direkt mal ja, die erste Mission in Angriff nehmen, in den 266 Meter entfernt ist. Bis dann.